Leere Hotelanlagen, verlassene Pools, einsame Strände. Wann dürfen wir wieder verreisen? In Hotels übernachten, Restaurants besuchen, in Cafés, Bars und Clubs, die Nacht zum Tag machen? Machen Reisepläne Sinn, wenn beispielsweise Hotelbuchungen eventuell wieder storniert werden müssen? Ostern steht vor der Tür. Dann kommt der Sommer. Welche Möglichkeiten sind also absehbar? Ist es realistisch, bald wieder verreisen zu können? Fragen, die nicht nur uns als Touristen, sondern natürlich ebenso die Hotel- und Gaststättenbetreiber umtreiben. Der Lockdown hat die Branche hart getroffen. Darüber spreche ich mit Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Datzenberg. Fragen, die aber auch Wirtschaftstouristen tangieren. Dazu begrüße ich Denise Feldner. Sie ist Mitautorin des No-Covid-Strategiepapiers und Innovationsmanagerin. Schönen guten Tag, Frau Feldner. Schönen guten Tag, Frau Dautzenberg. Frau Hartges, die Friseure haben seit gestern wieder geöffnet. Ist das für Ihren Verband das Signal, dass Hotels und Gaststätten bald nachziehen müssten? Also wir erwarten, dass morgen bei dem Bund-Länder-Gipfel unsere Branche endlich eine konkrete Öffnungsperspektive bekommt. Am 10. Februar wurden wir totgeschwiegen, obwohl wir seit 2. November geschlossen sind. Und das sind jetzt insgesamt 6 Monate seit März letzten Jahres. Und es müssen jetzt mehr Möglichkeiten angeschaut werden. Wie können wir sukzessive bei allem gesundheitspolitisch Notwendigen, aber auch Öffnungen erlauben? Wir haben Schutz- und Hygienekonzepte und selbst das RKI hat gesagt, wir sind kein Pandemietreiber. Das Infektionsgeschehen ist sowohl in der Hotellerie wie auch in den Restaurants ganz niedrig und unauffällig. Frau Feldner, Sie haben das No-Covid-Strategiepapier mitveröffentlicht, haben auch eine neue Teststrategie für ein strategisches Management vorgeschlagen. Wie genau sieht Ihre Strategie aus? Also die No-Covid-Strategie ist tatsächlich eine Öffnungsstrategie und zwar eine Öffnungsstrategie, die auf verschiedene Aspekte setzt und zwar parallel nebeneinander mit regionalem Bezug, sodass man das Geschehen vor Ort im besten Falle mit einbeziehen kann. Im Kern fokussiert die No-Covid-Strategie auf die sogenannten Green Zones und darauf, dass wir in einer definierten Region, in einem definierten Raum wissen, wo Neueinträge von Infektionen herkommen, um mit dieser Situation Sicherheit zu schaffen für Familien und für Wirtschaftsbetriebe, unter anderem Hotels oder Gaststätten. Das ist eigentlich das Ziel der Strategie. Diese Green Zone Modelle, die Sie gerade angesprochen haben, das inkludiert ja auch einen Lockdown bis zu einer Inzidenz von 10. Danach weitere Reduktionen auf Null-Risiko-Inzidenz. Ist das überhaupt realistisch? Frage an Sie beide. Also ich denke, wir haben eine rechtliche Dimension in das Infektionsschutzgesetz und dort ist kein Inzidenzwert von 10 benannt, sondern 50 und 35 sind dort benannt und ich glaube, es ist aber überfällig, dass alle, die Wissenschaft und die Politik, weitere Kriterien jetzt mit hinzuzieht. Und dazu gehört die Impfquote. Da muss natürlich mehr Tempo beim Impfen erfolgen, eine kluge Schnellteststrategie anschauen, wie alt sind die Menschen, die sich jetzt infizieren, wie ist die Situation in den Krankenhäusern. Also wir brauchen hier mehr Parameter, wie auch das RKI letzte Woche festgestellt hat. Die alleinige Ausrichtung am Inzidenzwert trägt einfach nicht mehr der Situation Rechnung. Da können wir und müssen wir besser werden. Was ist Ihr Vorschlag, Frau Feldner? Dem kann ich nur zustimmen. Wir fokussieren ja beispielsweise auch auf die Risikoinzidenz und nicht auf den Inzidenzwert, der im Bundesinfektionsschutzgesetz drin steht. Das, was wir gleichzeitig tun, ist, dass wir ein Maßnahmenpaket vorschlagen, um überhaupt in eine Situation zu kommen, handlungsfähig zu sein. Und dazu gehört die vorhin angesprochene oder erfragte Teststrategie, die bedeutet, dass wir viel mehr Menschen testen wollen, um zu erkennen, wo Infektionen herkommen, um dann sagen zu können, welche Bereiche sicher sind und auf Dauer geöffnet werden können, damit die rechtliche Dimension, die Grundrechte-Situation auch, dass auch ihr Genüge getan werden kann. Das ist das Ziel der Strategie, in eine Handlungsfähigkeit zu kommen und in eine Planbarkeit für Gesellschaft und Wirtschaft. Frau Hartges, mit welchen Hygiene- und Corona-Testkonzepten wäre denn eine Öffnung von Hotels und Gaststätten wieder denkbar? Welche Konzepte liegen Sie vor?
Also die Betriebe haben im letzten Frühjahr und Sommer bewiesen, als wir wieder öffnen durften, dass wir gute Schutz- und Hygienekonzepte haben. Das bestreitet auch keiner. Die müssen konsequent umgesetzt werden. Wir werden uns stark machen für eine Digitaloffensive, wenn es darum geht, also ein digitales Kontaktmanagement zu pushen. Das ist sicherlich auch ganz wichtig, auch dass das branchenübergreifend erfolgt. Dazu müssen aber die Gesundheitsämter hier alle auch in der Lage sein, entsprechende Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Da hapert es noch ein wenig. Dann, glaube ich, ist es wichtig, dass die Unternehmen auch die Möglichkeit eben haben, ihre Mitarbeiter testen zu lassen. Und was ich heute aus dem Beschlussentwurf der Viererrunde gesehen habe, dass dann auch noch in der Außengastronomie die Gäste einen Schnelltest vorweisen müssen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da gibt es viel sinnvollere Bereiche, wo das praktiziert werden muss. Wir haben in der Außengastronomie kein Infektionsgeschehen und dort müssen ja auch die Abstandsregeln eingehalten werden, Maske beim Betreten getragen werden etc. Und also das ist ein Vorschlag, ich sag mal in diesem Papier, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann. Also ich könnte mich mit Ihnen jetzt in meiner Wohnung treffen, Frau Dautzenberg, aber wir könnten ohne Schnelltestnachweis, also negativer Schnelltest, uns nicht im Biergarten treffen. Also das kann ich jetzt nun wirklich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir klare, nachvollziehbare, widerspruchsfreie Regelungen bekommen. Nur dann ist die Akzeptanz da. Und dann ist das ja auch erst in dem vierten Öffnungsschritt vorgesehen, also möglicherweise frühestens ab Ostern. Und da muss ich auch sagen, das kann ich zufriedenstellen, wenn wir hier an schönen Wochenenden die Menschen sehen in den Parks, auf den Bänken. Da hat man ja teilweise schon das Gefühl, hier ist eine neue wilde Außengastronomie im Moment im Entstehen. Nein, das kann nicht sein. Hier müssen früher Lösungen geschaffen werden, aufgezeigt werden, dass die Außengastronomie öffnen kann, aber auch insgesamt die Restaurants und die Hotels, das sind sichere Orte. Frau Feldner, sehen Sie das auch so? Also aus unserer Perspektive muss ich noch mal darauf hinweisen, dass wir gerade auf dem Weg in die dritte Welle uns befinden. Das sieht man daran, dass die Kurve auch nicht mehr sinkt, wie sie vor ein paar Wochen noch konsequent in der jetzigen Lockdown-Situation gesunken ist. Und insofern ist es das, was wir vorschlagen, dass wir sagen, wir brauchen jetzt ein strategisches Managementsystem für alle Bereiche, das jetzt implementiert wird, eine Teststrategie, ein besserer und effizienterer TTI-Prozess, also Testing, Tracing und Isolation-Prozesse, damit wir Infektionen viel, viel schneller erkennen können und viel besser nachvollziehen können, damit wir sehr zügig in eine handlungsfähige Situation kommen, wo wir wissen, wo die Infektionen herkommen. Das ist eine Hauptforderung, die wir vertreten, um dann zu ermöglichen, dass Restaurants, wie eben gerade auch gefordert, geöffnet werden können mit einer klaren und nachvollziehbaren Strategie. Also kein Lockdown, der immer wieder verlängert wird, sondern einer, der gesteuert wird und in eine Freiheit führt. In eine gesunde Freiheit, in eine sichere Freiheit, in der die Menschen gern einkaufen gehen oder ins Hotel gehen und sich dort sicher fühlen und das im Restaurant auch tun. Frau Hartges, Sie wollten etwas sagen. Ja, Frau Feldner, gestatten Sie dann aber einen Einwurf. Weshalb ist man denn nicht schon mal hergegangen und hat einfach dann in Landkreisen mit niedrigen Inzidenzwerten, die ja bislang noch die Richtschnur sind, da entsprechend Öffnungen gemacht? Und dann diese Untersuchungen durchgeführt, natürlich unter Berücksichtigung des Umstandes, dass dann diese Landkreise nicht von außerhalb überrannt werden. Aber da hätte man ja schon mal Erprobungen machen können. Mir wird zu wenig ausprobiert. Die Politik ist gefordert, jetzt dafür Sorge zu tragen, dass wirklich hier die Wirtschaft, ob Kultur, Handel, Gastronomie, Hotellerie, nicht einen Tag länger als notwendig geschlossen bleiben. Dieser endlos Lockdown macht die Menschen einfach fertig. Also das sind inzwischen solche mentalen Herausforderungen für die Unternehmer, ihre Mitarbeiter zu halten, zu beruhigen, zu beschwichtigen. Sie selber stehen vor der Zerstörung ihres Lebenswerkes. Also das ist sehr, sehr brutal, was sich da abspielt. Und darauf muss die Politik viel stärker eingehen. Es muss schneller reagiert werden. Boris Palmer hat in Tübingen vorgemacht, wie es geht. Pragmatisch, unternehmerisch denken. Und das ist doch völlig inakzeptabel, was hier in Deutschland beim Thema Impfen läuft. Also
ich habe gestern Abend war es bei Hart, aber fair, Herrn Professor Mertens gehört. Wieso ist man nicht in der Lage, innerhalb weniger Tage dafür Sorge zu tragen, dass jetzt die 1,6 Millionen Impfdosen an den Mann, an die Frau kommen? Und dass hier die STIKO schneller ihre Entscheidung revidiert. Weil es gibt ja Studien in England, die besagen, dass AstraZeneca sehr wohl auch bei über 65-Jährigen eine sehr, sehr gute Wirkung hat. Wohlgemerkt, ich zitiere nur, ich bin keine Virologin, ich bin Juristin, aber ich habe den Anspruch und deswegen appelliere ich so hartnäckig dran, hier muss schneller, besser, engagierter gearbeitet werden. Hier geht es auch nicht nur um Existenzen der Unternehmen. Es geht um Hunderttausende Arbeitsplätze und um viele Familien, die da dranhängen, um die Zulieferindustrie, unsere Partner. Also hier muss schneller agiert werden. Der Endlos-Lockdown ist nicht die Lösung. Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Geben wir Frau Feldner die Möglichkeit zu antworten. Also da ich keine Politikerin bin, kann ich die Fragen an die Politik leider hier nicht beantworten. Wir sind ja eine Gruppe von Wissenschaftlern, die auf Evidenzen versucht haben, ein Konzept zu entwickeln oder ein Konzept entwickelt haben, das eine Möglichkeit bietet, wieder zu öffnen. Und wir basieren das auf Erfahrungswerten aus anderen Staaten, unter anderem Neuseeland, Australien, wo solche Strategien Erfolg gehabt haben, wohlgesagt auch ohne Impfstoffe. Wir haben es in Deutschland im Moment ja noch ein Stück besser. Wir haben mittlerweile Impfstoffe zur Verfügung, die wir mit einer klaren Impfstrategie ja einsetzen können und damit eigentlich noch schneller erfolgreich sein können, als Neuseeland das gewesen ist beispielsweise. Und Frau Hartges, Sie haben Regionen angesprochen in Deutschland, wo die Inzidenzwerte tatsächlich schon sehr weit unten sind und wo man vielleicht in einigen Bereichen heute in einer bestehenden grünen Zone öffnen könnte. Man müsste natürlich einen geschützten Raum schaffen mit einem Testsystem, mit digitalen Systemen, die datenschonend und cybersicher sind und mit einer guten TTI-Strategie. Das sind eigentlich meine Antworten auf Ihre Fragen. Ich bin keine Vertreterin der Politik. Wir haben aus der Perspektive Virologie, Modellierung, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft geschaut, Public Health haben wir geschaut. Was gibt es eigentlich für Instrumente da draußen, die man einsetzen kann und die helfen und dauerhaft helfen? Komme ich noch mal kurz auf den Public Health Bereich zurück. Wir schlagen ein ganz klassisches und klares Public Health Screening vor, denn wir vertreten die Meinung, je mehr Infektionen gefunden werden, desto schneller kommen wir in eine Situation der Handlungsfähigkeit und schaffen damit Planbarkeit für Wirtschaft und für Familien. Sie haben es gerade angesprochen, in der Wirtschaft sind einige Dinge ins Rutschen geraten. Es gibt Situationen, die nicht zu ertragen sind, aber auch in den Familien, in Schattenfamilien, Familien, die Kinder in die Schulen schicken, die Kinder wieder aus den Schulen herausholen müssen. Hier ist eine klare Strategie mit verschiedenen Maßnahmenpaketen gefragt. Und das ist das, was wir vorschlagen, um eine Öffnung auf Dauer zu ermöglichen. Das ist eine klare Öffnungsstrategie. Nicht heute, aber auf klare und auf nahe Sicht, wenn wir uns an verschiedene Maßnahmenpakete halten und diese auch implementieren, unter anderem die Impfstrategie vorantreiben und eine Teststrategie implementieren. Wie läuft das Überbrückungshilfeprogramm der Bundesregierung? Was ist Ihre Meinung dazu? Zum Überbrückungshilfeprogramm der Bundesregierung kann ich eigentlich nur sagen, dass ich es aus den Medien wahrnehme, was dort kommuniziert wird, dass verschiedene Gelder bei den Adressaten nicht ankommen und dass es darüber Beschwerden gegeben hat. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Frau Hartges, sind da bei Ihnen vielleicht noch mehr Beschwerden eingegangen, zum Beispiel von Hotel- und Gaststättenbetreiber? Also zunächst mal ist festzustellen, dass insgesamt die Bundesregierung seit Frühjahr sehr viele Maßnahmen ergriffen hat, um die betroffene Wirtschaft mit Hilfsprogrammen durch die Krise zu bringen. Das Problem ist, dass mal abgesehen von den Soforthilfen im Frühjahr die Programme sehr komplex, kompliziert gestaltet sind, auch mit Blick auf das EU-Beihilferecht, was ja beachtet werden muss. Und das macht es nicht einfach und es dauert unendlich lange. Also wir wurden ja am 2. November geschlossen, damit die übrige Wirtschaft geöffnet bleibt.
Da wurden uns die November-Dezember-Hilfen als außerordentliche Wirtschaftshilfe zugesagt. Und die größten Unternehmen der Branche haben erst seit Samstag die Möglichkeit, diese November-Hilfe zu beantragen. Ja, und eine relevante Zahl, also tausende Unternehmen, haben auch noch keine November-, geschweige denn Dezember-Hilfe bekommen. Von den 10 Milliarden beantragten Volumina sind 6 Milliarden. Das betrifft ja Kultur, Veranstaltungswirtschaft, Fitnessstudios. Da sind ja viele Branchen in diesem November-Dezember-Hilfeprogramm dabei, die also da noch immer keine Hilfe bekommen haben. Also das könnte man besser machen. Ich will aber anerkennen, dass hier in den Ministerien, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, ja schon großer Einsatz gezeigt wurde, auch am Wochenende, wie ich vielfach erleben durfte. Aber ja, das Ergebnis, das hing wohl auch an der Software, an komplexen Abstimmungsprozessen. Und das muss künftig schneller gehen, wenn wir nochmal so eine Krise bekommen. Und dann muss man eben vielleicht auch doch dran denken, wer kann das zügig abwickeln. Da wäre vielleicht auch die Finanzverwaltung ja, der richtige Partner, um solche Programme missbrauchssicher und schnell abzuwickeln. Das wäre meine Bitte auch an die Politik, schon mal an morgen und übermorgen zu denken, wenn wir nochmal diese Situation kommen, dass wir da besser vorbereitet sind. Ganz herzlichen Dank an Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands, und Denise Feldner, Wirtschaftsjuristin und Mitautorin des No-Covid-Strategiepapiers. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen und danke auch, liebe Frau Dautzenberg. Und Frau Feldner, ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Hartges, und danke, Frau Dautzenberg, für die Einladung zum Gespräch.